Wer den Namen Plotin das erste Mal hört und die Information mitgeliefert kriegt, dass es sich um einen antiken Philosophen gehandelt hat, mag intuitiv zu dem Schluss kommen, dass Plotin in irgendeiner Verbindung zu Platon gestanden haben mag. Ja, und dieser Schluss ist richtig und falsch. Tatsächlich gilt Plotin als einer der Begründer, wenn nicht sogar der Begründer einer philosophischen Strömung, die man heute Neuplatonismus nennt. Das heißt, Plotin ist der Kopf, ist die bedeutendste Gestalt platonischer Lehrtradition, die zugleich auch als die letzte platonische Lehrtradition in der Antike angesehen werden muss. Wichtig ist vielleicht erstmal, dass man sich aber klar macht, dass zwischen Platon und Plotin zeitlich etwa 450 Jahre liegen. Das entspricht ungefähr einer zeitlichen Distanz, die wir heute zum Jahr 1570 einnehmen, 1560, 65, irgendwas in diesem Rahmen. Daraus mag man erlesen, wie eng tatsächlich erstmal biografisch die beiden Denker miteinander verbunden gewesen sind oder ja, wie eng eben auch nicht. Und entsprechend mag man jetzt auch schon vermuten, dass diese für unsere Ohren sehr naheliegende Klanggleichheit von Plotin und Platon, dass diese Klanggleichheit tatsächlich eher Zufall ist. 450 Jahre liegen zwischen den beiden, es gibt keine Abstammungslinie. Wir wissen nicht viel über Plotin, über Plotins Herkunft. Es wird allerdings heute allgemein angenommen, dass Plotin aus Ägypten stammte, also nicht ursprünglich Grieche war, dass er aber eben aufgrund seiner philosophischen Interessen irgendwann ja, in der westlichen Hemisphäre gelandet ist und da in Rom. Plotin selber, der also irgendwann in Rom auftaucht, hat nicht wirklich viel über sein Leben verraten. Er war ein bedeutender Lehrer, aber er hat alles, was seine Biografie, seine Herkunft, sein früheres Leben angeht, im Grunde sehr diskret und sehr still behandelt. Im Grunde kann man zwei Ursachen für eine solche vielleicht schamhafte Bescheidenheit sehen. Eine davon mag sein, dass der Name Plotin mitnichten ein besonders ehrsamer oder besonders angesehener Name war, auch wenn man denkt, Mensch, Plotin, Platon, das muss doch, klingt doch gut. Es wird gemeinhin angenommen, dass Plotin von einem freigelassenen Sklaven abstammte, der also irgendeinen Namen hatte, namenlos wohl nicht war, aber der irgendeinen Namen hatte und der nach seiner Freilassung den Namen der, ich glaube, Kaiserin Pompeia Plotina angenommen hat, weil er unter ihrer Herrschaft bzw. der Herrschaft ihres Mannes Trajan, weil er aber durch ihr Agieren seine Freiheit erlangt hat und sozusagen ihr zu Ehren sich eben dann namentlich so bekannte. Die erste Annahme, die eben versucht zu erklären, warum Plotin nicht über sein Leben sprach, wäre die, dass er sich seines Familienhintergrundes nicht besonders stolz gefühlt hat, nicht besonders dass er es nicht für eine Auszeichnung empfunden haben könnte, Plotin zu heißen und aus der Familie Plotin zu kommen. Das wäre eine Erklärung.
Tatsächlich gibt es eine zweite, die ich für noch wahrscheinlicher halte. Die zweite Erklärung baut einfach auf sein Denken auf seine Philosophie. Plotin hat eine Philosophie entwickelt aus dem platonischen Werk heraus, die in einer grundlegenden Abwendung und Wegorientierung von der diesseitigen Welt geprägt war. Plotins Perspektive ist im Grunde in allem, was er schreibt und lehrt, das Jenseits. Er macht die irdische Welt nicht schlecht. Er verurteilt nicht per se, was hier passiert. Es ist für ihn nicht per se die unreine Welt schlechthin. Es ist aber tatsächlich eine Welt, die um so vieles unwürdiger und unwichtiger ist als die eigentliche Wirklichkeit, die sich noch hinter dem Reich der Ideen, also in abgefahrenster Abstraktheit bewegt. Sie ist so viel unwichtiger, dass ihm das Geschehen hier auf dieser Welt letztlich nicht für überliefernswert erschien. Zumindest nicht seine eigene Biografie. Des Weiteren mag es noch relevant sein, dass er tatsächlich auch in der Weise bescheiden war, sich selber niemals als eigenständigen Philosophen, als Denker eigenen Rechts betrachtete, sondern lediglich als Auslegenden, als Interpretierenden, als Aufnehmenden des Denkens und Werkes von Platon tatsächlich. Und dass er seine Aufgabe und seine Leistung im Grunde in nichts anderem sah, als das Werk Platons darzulegen und vielleicht in einzelnen Teilfragen klarer zu machen, differenzierter, konkreter auszuführen. Das ist ein Unterschied zwischen dem Denken von Plotin und Platon gab, der wirklich grundlegend gewesen sein könnte, der ganz wichtig gewesen sein könnte, war ihm nicht bewusst und war in vielerlei Hinsicht auch über 1000 Jahre nahezu niemandem bewusst. Der Begriff Neuplatonismus kursierte offenbar seit dem 19., vielleicht 18., vielleicht sogar 17. Jahrhundert. Er war aber bis 1864 im Grunde eher ein Schmähbegriff, der anzeigen sollte, wie das Denken seit dem großen Meister Platon im Grunde über Jahrhunderte stetig schlechter geworden ist und mit Plotin als, ja, letztem wahrnehmbaren Vertreter eigentlich eher einen Tiefpunkt gefunden hat. Neuplatonismus ist ein Begriff, der ursprünglich Missbilligung, Geringschätzung ausgedrückt hat. Erst 1864 hat Heinrich von Stein in einem Buch herausgearbeitet, dass es tatsächlich grundlegende Unterschiede zwischen dem Denken Platons und Plotins gegeben hat, dass Plotin Charakteristika aufgewiesen hat, die man nicht einfach nur als Verfallserscheinungen des Platonismus, als Residuen, als Reste platonischen Denkens ansehen muss oder kann, sondern von Stein legte nahe, dass Plotins Denken tatsächlich aus der Interpretation der Werke Platons heraus eine ganz eigene Form, eine ganz eigene Geschmacksrichtung, eine ganz eigene Richtung angenommen und eingeschlagen hat. Wenn wir also heute von Plotin sprechen, sprechen wir von einem Philosophen, der tatsächlich in einer sehr, sehr engen Beziehung intellektuell zu Platon gestanden hat. Und zwar insofern, als er sich selber
einfach nur als Interpreten Platons verstand, insofern er sich in allem, was er schrieb und sagte, immer wieder auch auf Platon beziehen wollte. Wir haben es aber zugleich mit einem Denker zu tun, der, ohne es selber zu bemerken, völlig eigene Akzente gesetzt hat und damit tatsächlich einen Grundstein legte, um Philosophie für das christliche Mittelalter vorzubereiten, aufzuschließen und dann eben über die Person von Augustinus von Hippo tatsächlich ins Abendland zu integrieren. Gut, das erstmal zur grundlegenden Gestalt, zur grundlegenden Person Ploti. Was wir von Plotin heute wissen, wissen wir im Grunde vor allem über einen seiner Schüler, und zwar, über Porphyrius. Porphyrius war in den letzten 5 Jahren des Lebens von Plotin sein Schüler, und ihm verdanken wir auch überhaupt, dass wir die Werke, dass wir die Texte, die Plotin geschrieben hat, heute lesen können. Denn Porphyrius hat sämtliche Aufsätze von Plotin redigiert, geordnet und dann auch eine Biografie seines Lehrers angeordnet. Und nach den Informationen, die er uns gibt, können wir im Grunde heute grob eine Biografie von ihm erzählen. Genau. Gehen wir einfach kurz und knapp, weil viel mehr wissen wir eh nicht, das Leben von Plotin in Jahreszahlen ab. Plotin wurde vermutlich etwa im Jahr 205 geboren. Herkunft, wie gesagt, vermutlich in Ägypten. Es gibt einige Stimmen, die sehen es anders. 205 ist die Zeit, als er zur Welt kam. Und ja, dann über die ersten 27, 28 Jahre kann man im Grunde nicht viel sagen. Das Erste, was über ihn bekannt ist, ist, dass er offenbar eine relativ lange Zeit in seinen 20ern auf der Suche nach einem Philosophen, nach einem philosophischen Lehrer war, bei dem er in die Schule gehen und eben selber Weisheit erlangen könnte. Er war auf der Suche und die Suche war vergeblich und er muss relativ enttäuscht mal bei dem angeklopft haben, aber keiner hat ihn so richtig überzeugen können. Das Ganze hat sich geändert, und zwar, oder die Situation hat sich geändert, und zwar im Jahr 232. In dem Jahr nahm ihn ein Freund zu Ammonius Saccas mit. Und bereits beim ersten Mal, dass Plotin in einer Vorlesung oder in einer Lehrveranstaltung von Ammonius Saccas anwesend war, war für ihn klar, dass er jetzt endlich seinen Lehrer, seinen Mentor, sein Vorbild gefunden hatte. Wie ernst und wie tiefgreifend dieser Eindruck gewesen sein muss, mag sich daran ablesen lassen, dass er tatsächlich die nächsten 11 Jahre, also etwa bis zu seinem 37. Lebensjahr, bei Ammonius Saccas geblieben ist und dort alles über Philosophie aufgesogen hat, was er von ihm eben erfahren konnte. Wieder so ein trauriger Punkt. Was Ammonius Saccas wirklich gelehrt hat, wissen wir nicht. Manche gehen davon aus, dass tatsächlich er der Begründer des Neuplatonismus ist. Das heißt, dass die besonderen Merkmale, die der Neuplatonismus aufweist, auf ihn zurückgehen. Zumindest einige davon. Andere vermuten, dass tatsächlich doch
Plotin selber in seinem späteren Leben das Denken, das er bei Ammonios Sakkas antraf, in seiner spezifischen Weise weiterentwickelt hat. Nichts Genaues weiß man nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist zweierlei. Okay, also die zwei Dinge, die wir wissen, sind folgende. Zum einen, es gab noch zwei weitere bekannte Schüler oder relativ mit Namen bekannte Schüler von Ammonios Sakkas. Das waren Origenes und Herennius. Über beide ist eigentlich auch nicht so viel bekannt. Sicher ist nur wohl inzwischen, dass es sich bei Origenes, dem Schüler von Ammonios Sakkas, nicht um jenen Origenes gehandelt hat, der dann als Christ in ähnlicher Zeit und auch als Platoniker, also als platonischer Christ, später noch hervorgetreten ist. Das ist die erste Information, die wir haben, noch über die Schule von Ammonios Sakkas. Und die zweite, ja, das ist dann nach 11 Jahren, also etwa 244, zu Ende gegangen ist. Das heißt, in dem Jahr 244 mit etwa, was macht das rechnerisch, 205 bis 244, mit 39, 38 hat sich Plotin entschlossen, sich einem Kriegszug anzuschließen. Und zwar dem Kriegszug von Gordian III. Gordian III., damals Kaiser des Römischen Reiches, sah sich wie die meisten vor und nach ihm sehr, sehr großen Schwierigkeiten in der Regierung des Reiches ausgesetzt. Und in dieser Zeit war es so, dass es besonders einen starken Druck auch aus dem Osten, nämlich von den Persern gab, von den Sassaniden. Gordian III. Entschloss sich nun zum Kriegszug nach Osten und ja, was nicht ganz unüblich war in dieser Zeit, Plotin ging mit. Man muss sich vorstellen, Reisen war in früheren Zeiten nicht besonders einfach. Es war eine sehr gefährliche Sache und ein Kriegszug mit einem Kaiser war mitunter eine recht willkommene Art, wie man als eigentlich junger Mensch in die Welt hinausgehen konnte. Spannend finde ich, dass er tatsächlich ja mit 38 nicht mehr unbedingt der Jüngste ist, gerade nicht in diesen Zeiten damals, dass er aber sich entschloss, er will in den Osten, weil er vor allem wohl auch die indische Philosophie kennenlernen wollte. Er zog mit Gordian III. Gegen die Sassaniden, also er war in diesem Gefolge mit drin. Das Ganze endete aber leider schon 245. Man kann sich vorstellen, Reisen war relativ langsam. Weit sind sie also nicht gekommen. Und jetzt die Gründe sind auch wieder, da gibt es wieder zwei Angaben. Jedenfalls im Jahr 255 war Gordian III. Dann schon auch tot. Eine Annahme ist, dass er nach einer Niederlage oder einem Rückzug von seinen eigenen Truppen und Meuterern totgeschlagen wurde. Eine andere Annahme ist, dass er tatsächlich im Kampf gegen die Sassaniden gefallen ist. Interessanterweise haben die Sassaniden, also die Perser, wohl selber Letzteres verzeichnet. Das heißt, sie gingen davon aus, haben dokumentiert, dass Gordian III. Im Kampf gefallen ist. Gut, was aber sicherlich klar ist, ist, dass nach dem Tod Gordians und dem entsprechenden Chaos und der entsprechenden Unordnung, die ausbrach, es wahrscheinlich nicht mehr so besonders toll war, in dieser Reisegesellschaft sich zu befinden. Irgendwie floh Plotin dann wieder nach Rom. Aber er floh nach Rom. So, 245 kommt er dann in Rom an und nimmt eigentlich auch relativ bald seine Lehrtätigkeit auf. Das heißt, er lehrt jetzt das, was er von Ammonios Sakkas gelehrt hat oder was er selber eben draus gemacht hat. Und
scheint damit auch ziemlich gut gewesen zu sein. Also er zog Menschen an, er zog Schüler an, und zwar nicht nur irgendwelche Schüler, sondern tatsächlich die namhaftesten des Reiches. Bei ihm gingen Senatoren ein und aus, bei ihm gingen ja im Grunde alle der High Society auch in die Schule. Und was vielleicht auch nochmal spannend ist, aber nicht ganz untypisch auch im Gefolge Platos, Plotin hatte weibliche Schüler, das heißt Frauen haben durchaus auch an seinem Unterricht quasi gleichberechtigt teilgenommen. Und ja, was ihn im Weiteren auszeichnete, war, dass er offenbar einen sehr offenen, einen sehr unbefangenen Lehrstil hatte. Er ermunterte die Teilnehmer seines Unterrichts zu Zwischenfragen, es gab Diskussionen, es war also nicht einfach nur irgendwie ein Katheterunterricht oder ein Frontalunterricht, eher der Meister redet und die anderen hören zu, sondern es muss eine relativ lebendige Geschichte gewesen sein. Und ja, wie man daraus ablesen kann, Plotin ist angekommen. Plotin ist gesellschaftlich angekommen. Plotin war im Prinzip ein gemachter Mann. Besonders an Plotin war allerdings das, und das mag man schon aus den Ausführungen am Anfang entnehmen, dass ihm das gar nicht alles so wichtig war. Plotin war niemand, der Luxus wünschte oder der die irdischen Güter besonders genießen wollte. Im Gegenteil. Plotin lebte sein Leben lang, weiß ich nicht, aber zumindest in Rom und für den Rest seines Lebens sehr asketisch. Er enthielt sich sexuell. Er aß kein Fleisch. Was übrigens für viele Philosophen durch die Jahrhunderte nicht ungewöhnlich ist. Das ist immer sehr witzig, wenn man mitkriegt, dass für ganz viele Menschen nach wie vor, auch wenn sich das inzwischen ändert, Vegetarismus etwas sehr Seltsames und Abwegiges zu sein scheint. Und auch etwas sehr Modernes, also eine moderne Spinnerei mancher Gutmenschen. Das aber tatsächlich, wenn man durch die Jahrtausende geht, zumindest unter Gelehrten und Philosophen der Anteil an überzeugten Vegetariern, an überzeugten Fleischverächtern überdurchschnittlich hoch sein dürfte im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Gut, er verzichtete auf Fleisch, er verzichtete auch auf Eigentum im großen Stil. Und er wurde dafür aber sehr gerne herangezogen, wenn es um Streitigkeiten ging. Er galt als sehr guter Schlichter und er galt als sehr vertrauenswürdig, was dazu führte, dass er im Übrigen auch die Vormundschaft für Weisen übertragen bekommen hat von Menschen aus der höchsten gesellschaftlichen Schicht. Das heißt, wenn Senatoren starben, oder Frauen von Senatoren, also wenn höhere Mitglieder der Gesellschaft starben, kam es mitunter vor, dass sie ihre Kinder in seine Vormundschaft überließen und er sich dann auch gewissenhaft eben um die Aufzucht, um das Erwachsenwerden dieser Kinder gekümmert hat. Genau. Das ist im Grunde, denke ich, auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt über seine Ethik, über seine Lebenshaltung, über die Persönlichkeit von Plotin. Ja, spannend mag jetzt noch sein, dass Plotin in den ersten 8 Jahren etwa bis 253 nichts niedergeschrieben hat. Plotin hat wesentlich gelehrt, konzentrierte sich auf die Lehre und hielt sich von schriftlichen Einlassungen zurück. Möglicherweise ist sogar das, was er gelehrt hat, bis ungefähr 253, noch etwas anders gewesen als danach. Denn so sehr ihn auch die Schüler, die er hatte, immer wieder versucht haben, dazu zu bringen, seine Gedanken aufzuschreiben und niederzulegen, so sehr hat er sich doch immer einem Schwur verpflichtet gefühlt, den er zusammen mit Origenes und Herennius getan hatte,
nachdem sie aus der Lehre von Ammonios Sakkas gegangen waren. Und zwar, dass sie über die eigentliche Lehre von Ammonios Sakkas Stillschweigen bewahren würden, dass sie sie diskret behandeln würden, dass sie sich nicht einfach herausposaunen würden. Dem Ganzen liegt also durchaus ein esoterischer Charakter zugrunde. Esoterisch in diesem Sinne nicht, wie man das heute gerne verwendet, als Glaube an irgendwelche spirituellen Besonderheiten der Zwischensphären dieser Welt. Auch wenn man da durchaus Bezüge bei Plotin finden mag. Es geht nicht, Esoterik bedeutet im philosophischen Bereich nicht spirituell oder bedeutet nicht Esoterik, bedeutet nicht Übersinnliches, sondern Esoterik bedeutet einfach geheimwissenschaftlich. Es war eine oftmals geübte Tradition in der Antike, dass bestimmte philosophische Lehrer einen eingeschweißten Kreis an Schülern um sich versammelten und diese auch dazu verpflichteten, Außenstehenden nichts davon mitzuteilen. Außenstehende nicht über die geheimen Lehren der Gemeinschaft aufzuklären. Philosophen, philosophische Schulen waren also oft durchaus so eine Art Geheimbund. Pythagoras ist jemand, der so etwas ganz besonders auch propagiert und vorgelebt hat. Okay. Im Jahr 253 kam Plotin zu dem Schluss, dass er nicht länger an den Schwur zur Schweigsamkeit gebunden ist, weil inzwischen auch Origenes und Herennios über Ammonios Sakkas Lehre offenbar öffentlich Auskunft gegeben haben, geschrieben haben. Leider ist davon offenbar nicht viel vorhanden, sodass wir nicht abgleichen können, was passt dazu zu Plotin und was unterscheidet sich gravierend. Bedeutsam ist auf jeden Fall, Plotin kam zu dem Schluss, wenn die dürfen, darf ich auch. Und in dem Alter, also 253, da sind wir jetzt auch wieder bei 48, im Alter von 48 fing er an, seine Gedanken, seine philosophischen Überlegungen niederzuschreiben. Ja, er hatte sehr schlechte Augen, deswegen konnte er sein Geschriebenes selber kaum wieder lesen. Er hat es also auch nicht korrigiert, sondern er hat es runtergeschrieben und so wie er es geschrieben hat, stand es dann da. Sein Schüler Porphyrios hat dann zu späteren Zeiten die Aufgabe übernommen, diese Aufsätze zu sichten, zu ordnen und tatsächlich in sogenannte Enneaden zu gliedern. Enneade heißt so viel wie Neunheit und tatsächlich sind die 54 erhaltenen Aufsätze von Plotin dann in, jetzt muss ich rechnen, sechs Neunheiten, also in sechs Sammlungen von neun Aufsätzen zusammengefasst. Genau. Das ist im Grunde, wenn wir heute die Enneaden lesen, das ist im Grunde die Grundlage gewesen, das ist die Voraussetzung gewesen, dass wir sie heute lesen können. Das Jahr 253, in dem er anfing niederzuschreiben und dann später das Bemühen von Porphyrios, das Ganze eben dann auch für die Nachwelt zu überarbeiten und überhaupt erst lesbar zu machen. Ja, viel passiert nicht mehr. Plotin lebte einfach fröhlich weiter, lehrte seine Philosophie bis etwa zum Jahr 269, als er also ja, so etwa 54, 53, 54 Jahre alt war. Dann wurde er krank. Entweder er bekam, oh Gott, was hat er gekriegt? Es waren zwei Krankheiten, die man heute über die man heute diskutiert. Die wahrscheinlichste ist, dass er Lepra hatte.
Und die andere war, oh Gott, ich glaube, irgendeine Lungenkrankheit. Keine Ahnung. Ich nehme aber eher Lepra an. Jedenfalls ist dann überliefert, dass sein Äußeres sich nicht zum Positiven veränderte, dass seine Schüler anfingen, ihn zu meiden, einfach aus gesundheitlichen Gründen, aus Sorge um ihre Gesundheit. Und dass er sich zunehmend isolierte oder isoliert wurde und dann schließlich 269 nach Sizilien übersiedelte, in das Haus eines Freundes, wo er sich wohl erholen sollte, wo er ja behandelt oder einfach besser, gesünder leben sollte. Tatsächlich ist da aber auch nicht mehr viel passiert. Im Jahr drauf ist er gestorben. Porphyrios hat ihn da meines Wissens auch noch ein paar Mal besucht. Insgesamt ist übrigens die Zeit mit Porphyrios gar nicht so lang. Porphyrios war nur 5 Jahre Schüler an der Schule oder im Unterricht von Plotin. Man sieht also, alles, was wir wissen, wissen wir von dem, was Porphyrios, oder fast alles. Es gibt noch ganz wenige andere fragwürdigere Quellen und mit weniger Infos, aber fast alles, was wir über Plotin wissen, wissen wir von dem, was Porphyrios in diesen 5 Jahren von Plotin aufgeschnappt und erfahren hat. Ja, und damit bin ich tatsächlich auch schon am Ende. Mir geht es bei den Biografien von antiken Denkern in der Regel so, dass ich tatsächlich, ich bin jemand, der früher sehr viele Biografien gelesen hat, von Philosophen, von Künstlern, von Politikern, von allen. Allerdings habe ich eigentlich immer antike Persönlichkeiten gemieden, weil am Ende ich zugeben muss, dass mir die Leben und die Lebensdarstellung antiker Persönlichkeiten in der Regel immer ziemlich blutleer vorgekommen sind. Blutleer, ja, auf zweierlei Weisen. Die eine ist, dass oft die Überlieferungslage einfach sehr fragwürdig ist und man eben wirklich nur hier so, was haben wir, 6, 7 Daten hat, wo man dann noch 5 Sätze drum sagen kann und das war's dann. Eventuell hat man ein paar Anekdoten, die sind ganz nett. Aber man weiß auch nicht so genau, was da mit der Realität zusammenhängt. Und zum anderen muss ich zugeben, dass für mich persönlich die Antike immer noch ein Lebensfeld ist, eine Zeit darstellt, zu der ich keine wirkliche emotionale Beziehung herstellen kann. Es ist für mich fremd. Selbst wenn Fernsehen und Kino dabei geholfen haben mögen, in den letzten Jahrzehnten hin und wieder ein Bild zu kriegen von antiken Ereignissen, von antiken Geschehen, Stichwort Sandalenfilme, ist für mich immer das Abschreckende, dass wenn man dann einmal diesen Film auf den Grund geht, man in der Regel feststellt, dass die Hälfte völliger Quatsch ist, dass die Hälfte oder der größte Teil dessen, was in solchen Filmen dargestellt wird, einfach ahistorisch falsch ist, dass es Wagenrennen gibt mit Wagen, die ganz besonders toll miteinander wetteifern, aber leider zu dieser Zeit noch gar nicht existiert haben oder dass eben irgendwelche Dinge sind, zu denen ich, ja, denen ich nicht glauben mag und die, selbst wenn ich sie glauben mag, irgendwie nicht mit meinem Lebensgefühl, mit meiner Lebensrealität in Zusammenhang stehen. Deswegen, ja, Plotins Biografie. Ich weiß, dass für manche so etwas sehr wichtig ist. Für Plotin war es das offenbar auch nicht. ja, ich glaube, mehr kann ich da, will ich vielleicht auch gar nicht. Nee, kann ich aber auch nicht dazu sagen. Wichtigste ist vielleicht wirklich die Einordnung 205 bis 270. Das ist das, die Zeit. 205 geboren, 270 gestorben. Ja, und dann denke ich, war es das auch.